Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Für Immer Box von Unherz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Für Immer von Unherz, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das siebte Album der Band. Wir haben hier eine ganz besondere Box und zwar haben wir hier so eine alte rotbraune Kiste, so eine Truhe. Hier oben lesen wir einmal Unherz, darunter den Albumtitel Für Immer und dann ist hier wirklich alles in diesem Truhendesign, also die komplette Box hier aus Holz. Und dann haben wir hier so diverse Elemente, wir haben hier so Lederriemen, die darüber laufen, dann überall so goldene Nieten, hier hinten dann entsprechend noch die Scharniere für den Boxdeckel, auf der rechten Seite auch nochmal solche Beschläge, also rechts und links sind diese Beschläge, vorne natürlich auch Riemen, Beschläge, goldene Nieten und so sieht das von unten aus. Also, das Ganze in so einer alten Holzbox. Dann schauen wir mal rein, was sich in der Truhe befindet. So, wir haben zum ersten Mal eine Luftpolsterfolie. Schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier eine riesengroße Autogrammkarte unterschrieben. Einen Patch. Einen Sticker. Und das Album an sich. Ebenso haben wir hier noch eine Bonus-CD. Und auch noch ein Poster, wenn ich das richtig deute. So, die Box ist jetzt leer, von innen komplett in diesem rotbraun gehalten. Machen wir die Box mal zu und stellen sie zur Seite. Und dann würde ich sagen, schauen wir als erstes nochmal kurz, was sich hier in diesem Luftpolster befindet. Ah ja, okay, wir haben hier noch ein Glas mit dabei. So, dann machen wir mal alles zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Das ist das Album Für Immer. Kommt hier in einem Digipack. Es ist, wie gesagt, das siebte Album der Band. Wir haben hier ein wildes Cover. Also das Ganze ist in so einem hellbeige, hellgelb gehalten von der Farbe. Dann haben wir hier in der Mitte zwei gekreuzte E-Gitarren, die sich hier irgendwie mit einem Stern oder mehreren Sternen überlagern. Und dann haben wir hier einen Totenkopf, einen Schädel mit Irokesenschnitt. Und das sieht auch so aus wie, ja, wie irgendwie Stacheln. Für immer lesen wir hier darüber Unherz. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Stück sind es geworden, die Beteiligten und den Barcode darunter. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, hier geht's los. Die ersten Tracks. Ganz oder gar nicht. Hier haben wir einerseits die Info, wer Text und Musik beigesteuert hat. Und zum anderen haben wir die kompletten Lyrics. So, dann haben wir das erste Bandmitglied. Und so zieht sich das jetzt durch. Bedeutet, wir haben hier tatsächlich jeden einzelnen Track Wort für Wort erfasst. Also, sehr schön. Dann hier das Foto, das Bandfoto von allen Vieren. Weitere Tracks, weitere Lyrics. So sieht das aus. Okay, und zum Abschluss gibt es dann auch noch die Credits zum Album. Und das Ganze ist hier erschienen über Laute Helden. So, auch nochmal die Tracklist. Dann kommt hier nochmal das abgewandelte Cover zum Vorschein. Die CD ist in silberweiß und schwarz gehalten. Sieht so aus. Also auch hier wieder dieser Totenkopf mit den gekreuzten Gitarren. Und dahinter kommt das Logo von Unherz zum Vorschein. So, wir kommen zur Bonus-CD. Zusätzlich zum Album haben wir noch diese Bonus-CD. Das Cover, nur eben mit schwarzem Hintergrund. Wir haben hier dann nochmal 5 Tracks zusätzlich. Die kommen hier in einer Papphülle und die gab es wirklich nur in der Box, diese CD. So sieht die aus. Zurück in die Papphülle. Dann haben wir einen Sticker,
Der ist quadratisch. Das ist das Cover des Albums. Ein Patch ist mit dabei. Rechteckig, in schwarz und weiß gehalten. Also schwarzer Patch. Hier auch am Rahmen natürlich am Rand vernäht. Hier in der Mitte dann groß ohne Herz der Schriftzug. So sieht das aus. Kann man sich dran machen. Eine Autogrammkarte und die ist ziemlich groß. Also im Querformat hier alle vier nochmal abgebildet. Und dann haben wir hier auch noch alle vier unterschrieben. Also jeder hat natürlich auf seinem Foto, auf seiner Abbildung unterschrieben. Andy, Benny, Christian, Felix, alle vier Herrschaften haben hier unterschrieben. Rückseite blank weiß. Recht ungewöhnliches Format für eine Autogrammkarte, also ziemlich groß, aber hat ja perfekt in die Box reingepasst. Dann haben wir mit dabei ein Poster, das ist dafür etwas kleiner geraten. Wir haben hier wieder das Cover und darunter dann für immer in so einem Unendlichkeitszeichen. Und auf der Rückseite ohne Herz und dann hier nochmal alle vier in Action auf der Bühne zu sehen. Also doppelseitiges Poster. Packen wir wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier dieses Glas. Also das war eben in diesem Luftpolster eingepackt. Was lesen wir hier? Lang Xu. Dann hier sogar entsprechend ja, gelasert oder geätzt. Ich hoffe, man kann sie halbwegs erkennen. Hier steht auch Unherz für immer. Und das ist hier wirklich reingemacht. Dann haben wir noch einen Barcode. Das ist aber mit einem Sticker hier festgemacht. Also den kann man hier dann einfach entfernen. Und so sieht das aus. Ja, recht dicker Boden. Ist in meinen Augen so ein klassisches Whiskyglas. Also kann man auf jeden Fall verwenden in der Küche. Macht auch einen stabilen Eindruck. Und sieht, wenn man, glaube ich, diesen und diesen Sticker hier dann abgemacht hat, sieht auch echt ganz gut aus. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Glas. Dann haben wir die Autogrammkarte hier mit den vier Unterschriften im Querformat. Ebenso im Querformat der Patch hier. Der Sticker quadratisch einmal vorhanden. Das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Die Bonus-CD hier im DigiSleeve, also in dieser Papphülle mit 5 Tracks. Und natürlich das Album an sich für immer mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box bzw. Truhe für immer von Unherz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unherz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.